What's up, Party People? Willkommen zum zweiten Teambuilding in der Nummer, in der Season Nummer 5 in der NPBL. Diesmal gegen YoGamerYo und sein Team Boom Boom Gorilla Boom. Jo, wir sind mal wieder da und auch mal wieder gegen einen sehr interessanten Kader, den ich euch mal zeigen kann. Und zwar haben wir hier bei ihm im Kader Caputoro, Voltilos in der Tiergeistform, Olangar, Arcani, Turtok, Registeel, Viscerum, Selfe, Hydreigel, Regigigas und Chimstix. Ja, Hier kann man mal ein bisschen durchgehen. Der hat doppelte Grassy Terrain Power mit Toro und Chimstix, wobei Toro natürlich der gefährlichere von beiden ist. Auch wenn der keine Dinge hat, auch wenn der kein Grassy Glide hat, wie eben Chimstix. Dahingegen hat er aber 130 Attack Base und einen Holzhammer. Und Holzhammer plus die Base plus Böllerei im Grasfeld. Nein, tut weh. Tut einfach nur weh, der Typ. Deswegen muss man da genau schauen, wie man gegen den vorgeht. Ich habe ein paar Resistances im Team. Aber auch die müssen sich da vor in Acht geben, weil wenn das Mon dann auch zu unbulky ist, dann macht so ein Holzhammer auch mal über die Hälfte. Und von einem nicht sehr effektiven Move über die Hälfte zu bekommen, das ist schwierig. Ganz, ganz schwierig. Zusätzlich hat er auch noch eben Zugriff auf Sachen wie Bulk, ja, Bleach Seeds, SD und natürlich gibt es auch Subsets bei dem. Heißt, der wird relativ böse werden, wenn sich der gute YoGamerYo, der richtig auf uns vorbereitet. Auf unseren Kader und ja. Wird interessant zu sehen, was er damit macht. Next one, Voltilos T. Das ist tatsächlich nur zweitschnellste One bei ihrem Kader. Mit 101. Sein Kader ist relativ slow, wie ich auch im Teambuilding gemerkt habe. Wir haben hier ein. Was will ich jetzt sagen? Wir haben hier, wie gesagt, am schnellsten machen wir sein Tier 4 Hydreigel, dann kommt Voltilos T, dann kommt Regigigas, was 100 normalerweise hat und der hat noch seine Ability drin. Darunter kommt dann Arcani, Selfe. Und das heißt, solange Regigigas nicht einfach plötzlich seine Ability verliert, ist Arcani sein drittschnellstes Mon. Und Arcani ist das drittschnellstes Mon im Kader, das ist ein bisschen schwierig. Sollte vielleicht maximal das viertschnellste sein. Und wenn dann auch der Unterschied zum zweitschnellsten Mon nur 6 Base-Punkte beträgt, mir wäre der Kader eindeutig zu slow. Kann ich jetzt sagen, mir wäre der Kader eindeutig zu slow. Ja. Voltilos T, der drückt. Also wirklich, der drückt richtig. Der hat 145 Spätz Attack Base. Der hat Zugriff auf Sachen wie Nasty Plot und sowas. Der hat auch mal gut Scarfen oder Specs mit 101 Speed. Ist ein sehr guter Scarfer. Vor allem, weil er eben kein großes Setup benötigt bei seinem Bissangriff. Der ist komplett immun gegen Elektroattacken, dadurch, dass er Void Absorber als Fähigkeit hat. Heißt, da muss man mit Lanthorns V-Switch und mit Cobaliums V-Switch etwas aufpassen, dass man dann nicht plötzlich einfach einen Voltilos hochheilt. Der hat auch sehr gute Coverage, der hat einen Donnerblitz, hat einen Fokusstoß, hat eine Schlammwoge, hat einen Grass Knot, der hat Finsteraura, Lichtkanone, Psychokinese, dann auch physische Sachen wie Abschlag, wie einen Kraftkoloss. Den physischen Angriff haben wir auch nicht wirklich. Oh, was haben der physischen Angriff vielleicht nebenbei mal schauen. Ich kenne zwar viele Sets, aber nicht alle. I'm sorry. Aber es wären doch etwas sehr viel, was ich mir da merken müsste. So. Thunderous. Hat 105 Attack Base, okay, hatte ich so richtig im Kopf. Ja, also. Der kann schon mal gefährlich werden, also ein 105 Attack, das geht tatsächlich noch, also der, das könnte schlechter sein. Also kann man ja auch mal Mix spielen, der ist ein guter AV-User tatsächlich auch, wie ich persönlich finde. Weil der einfach, du kannst ihn gut mit 4 Attacks spielen, der hat Bulk. Der hat 79, 80, wie ich gerade gesehen habe. In den speziell defensiven Stats, also 79 KP, 80 Spätzstaff, den kann man mal gut auch mit AV spielen. Dann ist der speziell defensiv auch recht bulky. So, Olangar, eins der Mons, auf die ich am wenigsten Bock hatte, mich darauf zu preppen, was daran liegen könnte, dass Olangar ein ziemliches Arschloch-Mon ist. Weil er Prankster hat. Also, Prankster-Mons sind eigentlich immer Arschlöcher.
Aber bei Ulangar ist halt nochmal die Sache, der kann Screen, der kann Sachen wie Taunt und er kann Sachen wie T-Wave. Heißt, ich hatte jetzt, heißt, der Cock blockt schon mal zwei Mons in meinem Team. Und zwar meine beiden Tier-1-Mons. Der Cock blockt Dragoran, weil Fly-Moves komme ich durch und dann kann mich einfach T-Waven. Und Phantoros natürlich auch, weil es ein Dark-Type ist. Da müssen wir nicht drüber reden, Phantoros wird von Dark-Types komplett gekockblockt. Und da ich das andere Veggie-Gigas und Viscoran hat und Veggie-Seal ist auch noch relativ bulky, sieht das Matchup für Phantoros jetzt mal ziemlich grau aus. Ja, ich sehe gar nichts mehr für Phantoros, also da sehe ich immer mehr schwarz, da sehe ich gar nichts mehr. Plötzlich hat er auch Bulk-Appen, der hat, hat er Knock-Off? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Knock hat, sonst hat er eben seinen Special Move, diesen Spirit Break, der Spezialangriff senkt, was meinem relativ physisch orientierten Kader in der Offensive jetzt nicht so unfassbar wehtut, aber trotzdem auch mal wehtun kann. Wenn ich irgendwas mal Just for Fun speziell spiele. Zum Beispiel den Kobalion kann man auch mal speziell spielen, auch wenn der meistens eher physisch ist. Und dann hat er dazu auch einen ziemlich guten speziellen Bulk. Der hat, glaube ich, 105 Spitz Death Base und 120 Attack. Kann auch andersrum sein, aber ich meine, es war so. Und, ja, der hat auf jeden Fall Gründe, warum man ihn in Tier 2 picken kann. Der hat eben den Zugriff auf Prankster und zusätzlich auch noch Zugriff auf sehr viele andere Möglichkeiten. Dann Arcani. Und Arcani ist auch wieder so ein leichter Cockblock von der Dragoran, weil immer wenn der reinkommt, ist halt Attack Drop. Ja, Dragoran kann die Q, ja, Dragoran kann Nassschweif, ja, Dragoran kann Kaskade, aber so ein komplett physisch stehendes Arcani lebt da trotzdem an, kann einfach Will-O-Wisp drücken. Und da müssten wir Lumberry spielen, heißt, können wir keine Boots spielen und das ist dann so ein ewig langer Rattenschwanz, das ist dann mehr Dragoran hat kein gutes Matchup gegen Arcani. Zumindest offensiv, also Arcani macht auch halt auch nichts gegen Dragoran, wenn er jetzt keinen Wutanfall spielt. Ja. Arcani hat dann aber eben aus eben diesen defensiven Purpose über Will-O-Wisp, über Morgengrauen, über eben Fähigkeit Bedroher, der hat Teleport, was man auch nie aus Acht lassen sollte. Also der, das Gute ist ja eben schon über Arcani, der hat Purpose in beide Richtungen und macht beides richtig gut. Ich hab in Gen 7 müsste es noch gewesen sein, hatte ich ein wunderschönes Yu-Gi-Oh-Team, mit dem ich mit Spitzstift Arcani mit Fiststift Arcani sehr viel Spaß hatte. Der ist ziemlich cool. Turtok. Turtok, ich mag den. Ich mag den sehr gerne. Eigentlich schon seit Ulti Season 1, als ich dann plötzlich Scarecrow mit einem Scarf Turtok speeden konnte. Das war einfach schön. Wenn wir den Turtok den einfach in Ulti Season 1 4 Kills an 3 Spieltagen gemacht. Waren es nicht so 6 Kills? 6 Kills an 3 Spieltagen müsste es gewesen sein. Weil der 2 Mons von Yamari und dann glaub 3 von Scarecrow und 1 von Ox weggeholt hat, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwie so in Richtung müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall, der ist cool. Der kann offensiv, kann defensiv. Wobei man ja meistens eher das Defensivere sieht, dass der halt ein bisschen rumstehen soll, spinnen und halt aushalten. Vor allem, wenn man sowas in meinem Team sieht wie Vampivian. Trotzdem muss man bei dem auch immer bedenken, dass der auch Shell Smash hat. Und so ein Turtok auf plus 2 in allen Werten, vor allem plus 2 Speed, der hat trotzdem noch 80 Base oder 78 Base, irgendwie sowas. Der ist jetzt nicht so slow nach einem plus 2 Boost. Dann noch, ein Spezialangriff von, ich meine 95 oder 100, irgendwie sowas im Bereich. Da tut weh, da tut richtig weh. Heißt, da muss man auch genug drauf gepreppt sein, dass der hier nicht komplett durchgeht. Und ich hoffe, ich habe mich da gut genug drauf gepreppt, dass der nicht komplett durchgeht. So, Registeel, next one, das ist ein 2 T3 Pick. Der hat hat in dieser Gen mit Body Press einen ziemlich heftigen Buff bekommen, dadurch, dass der halt der 150 in beiden Def-Werten, also der war davor schon absolut Defensivmaschine. Da muss ich nach dem Match gegen Scarecrow in Season 2 UET, glaube auch nicht mehr viel zu sagen, wobei war das Playoff-Match oder war das Vorrunden-Match? Weiß ich ja nämlich nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall ist die Stil ziemlich eklig. Und eben, der erste Battle Pass hat und eben auch sowas wie Iron Defense oder sowas, der hat halt mittlerweile auch eine offensive Daseinsberechtigung. Und man kann sich gegen ihn nicht setupen. Das ist eben das Problem bei dem. Der ist zwar übelst defensiv, aber dadurch, dass er so übelst defensiv ist, hat der auch offensiven Purpose. Das ist halt das Schöne an Body Press, theoretisch. Das Schöne, in dem Fall eher das Schlechtere an der Sache, weil, wie gesagt, den kann man sehr schlecht zum Setup benutzen. Also du bist ein Ghost Type und heißt Phantoros. Weil hier sehen wir wieder eine Möglichkeit, wie Phantoros nutzen kann. Wenn er sich noch im Body Press verlässt und nebenbei noch irgendwie noch irgendwas spielt, was jetzt Phantoros nicht so viel Schaden macht. Wenn wir ein ziemlich defensives Phantoros spielen, könnte er, glaube ich, so mit einem Iron Head nicht mal unbedingt den Sub brechen, wenn wir ihn eben oben haben. Wenn der halt kein Attack Investment hat. Ich habe den Kalk auch gerade nicht mehr im Kopf, deswegen, I'm sorry. Heißt, theoretisch kann Phantoros gegen den ein bisschen was machen, aber der hat ja nicht nur Iron Head, der hat ja noch ein bisschen andere Sachen und ja, es ist halt Registeel. Und Registeel ist da, der ist gefährlich. Und ich mag es nicht, mich in den zu preppen zu müssen. So, jetzt habe ich gerade irgendwie knapp 5 Minuten Registeel geredet, I'm sorry. Also zumindest so gefühlt. Kommen wir zu Viscogon. Und ich liebe Viscogon. Der ist so cool und so unfassbar underrated, irgendwie habe ich das Gefühl. Wenn ich mir da 150 Spätzlef. Der hat einfach seine EV in seiner Wampe mit drin. Stell dir mal vor, ich hätte noch eine Fistiff-Offensivfeste. Könntest du ihm geben und er wird einfach in beide Richtungen nicht mehr sterben. Das wär, und ja, da hat er noch seinen 120er oder 100er. 100er. Was haben wir denn? Ich glaube, Schutzangriff müsste 120 sein. Sorry, als wenn ich dann immer wieder am Googlen bin, aber ich will hier ja keine falschen Fakten verbreiten. 110, okay, also mittendrin. 110 Spezialangriff heißt ja, ist er auch offensiv nicht so schlecht. Mit 80 Speed für eine Schnecke auch sehr schnell und ordentlich unterwegs. Und er hat eben auch Bulk. Also eben die 150 Fistdev und auch die 70, 150 Spezialangriff und auch die 70 Fistdev muss man jetzt nicht unbedingt unterschlagen. Überleg mal, ist ja vor allem mit Viscago, was wir da in der im UET gemacht haben, gegen Mons wie ein Landorus. das ist ein Fistiff von 53 gewesen, aber halt mit dem Evoli drauf. Und da ist immer ein paar mehr KP, bisschen mehr Def, also Viscago hat jetzt auch keinen schlechten defensiven Purpose auf der physischen Defensive. Das ist natürlich der Drachen, Drachen und Pseudo-Legie-typische riesige Move-Pool. Können wir mal hier einfach mal durchgehen. Schlammburg, Blattgeisel, Fokusstoß, Drachenpuls, Lehmbrühe, Kraftkolas, Eisenschweif, Matschbombe, Feuersturm, Donnerblitz, Erdbeben, Eisstrahl, Hydropumpe, Fruststampfer, haben wir noch irgendwas Interessantes? Der hat den Krabbelkracher. Grüß dich aus an Dennis aus der Double Season. Der gute Krabbelkracher. Wer sich auch an die Szene erinnert, das war die Szene als, falls ihr euch nicht mehr an die Szene erinnert, das war den Kampf gegen Dennis, als er plötzlich bei sich meinte, jo, Alter, warum kann denn Kamal einen Drachen-Move, und als ich meinte, lol, woher kann Viscogon einen Käfer-Move? Und beide erstmal fast parallel am Rumschauen waren auf PokéWiki, was eigentlich für Moves waren, die gedrückt haben. War sehr lustig. Ja, Viscogon, sehr cool. Selfe, der ist halt ziemlich defensiv. Logischerweise, wenn es jetzt 130 in beiden. Aber hat ihm dadurch einen guten defensiven Purpose und ist ein guter Pivot. Also, der hat, wie gesagt, 130 in beiden Def-Werten. Der hat viele Support-Möglichkeiten. Der kann Headsatz legen, der kann Screens legen. Auch wenn er damit Ulangar die beste Möglichkeit hat. Der kann knocken, der hat U-Turn. Der hat auch mal einen Gainer oder sowas, den man auch mal gut für Momentum nutzen kann. Sowas wie Zugabe hat er eben auch. Also noch ein Schmarotzer, dass er eben auch nicht komplett passiv ist. Und da kann ich sogar setupen. Der hat Gedankengut und Ränkeschmied. Also, der ist zwar hauptsächlich physisch defensiv zu sehen. Hauptsächlich defensiv zu sehen.
aber hat natürlich auch offensive Möglichkeiten, die ich jetzt aber gegen mich nicht unbedingt sehe, weil ich glaube, mein Team lässt Setup jetzt nicht so gut zu. Ich habe hier ein paar Mons, die auf Setup sich einfach denken, yo, Alter, ich komme da jetzt rein und drück einfach mal. Und zwar richtig. Und ja. Let's go. Jetzt kommen wir zu seinem schnellsten Mon, Hydra-Gear, den ich ja meist, die ich ja vom allgemeinen Nutzen in der Dorfliga eher im Doublet sehe. Ich habe ihn selbst noch nie benutzt, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Aber ich finde, ich kann so viel dazu sagen, dass ich ihn im Doubles besser finde als im Singles. Dadurch, dass der keine großen offensiven, also der 100 Spezialangriff, der Move Pool ist okay. Aber dadurch, dass er auch keine großen Setup-Möglichkeiten hat, weil ich das hier gerade wieder sehe. Ah, ich weiß nicht. Sehe ich irgendwie bei dem nicht. Ne? Der hat halt auch sowas wie Genesung, aber mit 80, 40, 60 in den Defensivwerten ist es auch nicht so das Beste. Das Beste, was da ist, sind seine Hazards. Der kann Stachler legen. Giftspitzenkanal glaubt nicht. Oder auch Giftspitzenkanal auch, habe ich ja übersehen. I'm sorry. Aber sonst irgendwie, der bringt schnelles Momentum, ja, aber irgendwie ist das Momentum eh besser. Der kann supporten, aber ich finde den Support, den der hat im Doubles, deutlich besser. Also der, bis auf Hazards legen, macht er nicht viel, aber das ist auch ein Tier 3 Pick, den muss man jetzt nicht so hoch raten. Logischerweise, der macht in ein, zwei Games mal was Gutes und man freut sich drüber. So wie, keine Ahnung, Danton bei mir, ja, Danton ist jetzt auch nicht so der übelste Pick von wegen, ja, der eskaliert jetzt komplett in jedem Kampf und so, das sind dann eher die Tier 1 Mons, die dafür sorgen, wie zum Beispiel Phantoros letzte Woche. So, next one, Regigigas, Ich wiederhole mal in etwa, das war ich letzte Woche zu Gyarax Galar gesagt habe. Wenn du in der SML, wenn du nicht mal in der SML was reißen kannst, dann weiß ich nicht, ob du das richtige Mon bist, um es im Full Draft zu draften. Dahingegen muss man aber sagen, dass Regigigas immerhin Body Press hat. Und mit Body Press hat er schon mal eine etwas mehr offensive Präsenz, als es jetzt ein Gyarax hat. Zwar mit 110 Def, der kommt auf ein Maximalwert von 350. Ist guter Body Press. Vor allem kann der nicht sogar nach Eisenabwehr? Oder bin ich gerade blöd? Also da bin ich blöd, oder ich sehe den gerade nicht in Eisenabwehr-Move. Wobei, muss mal schauen. Bin ich doch ran? Nee, kann er nicht. Protzer kann er auch nicht, also er hat nicht nämlich, um seine Fiste zu boosten. Das ist dann halt auch wieder blöd, ne? Das spricht dann halt wieder gegen den so ein bisschen. Er hat auch nicht was, um seinen Angriffswert zu steigern. Also irgendwie. Weiß nicht. Ich sehe ihn nicht. In Doubles sehe ich den. In Doubles sehe ich den voll. Aber Singles, nee. Eher mal so als kleinen Supporter so nebenbei, aber es gibt einen Grund, warum man mit einer 76er Ballswertsumme im Tier 5 ist. Sagen wir es so. Trotzdem muss man dazu auch sagen, der ist ein unfassbarer Cockblock für Phantoros. Weil der hat 110 in allen drei Defensivwerten. Und bis Phantoros da durch ist, mit seiner Finsteraura oder so, da ist er schon fast raus aus seinem aus seiner Saumselig Ability und kann glaub sogar mit einem normalen Knockoff schon den Sub von Phantoros brechen, falls man ihn dann benutzen will. Das weiß ich aber gerade nicht und ich habe gerade keine Lust zum Kalken. Jo, dann kommen wir jetzt zum Mon Chimpsticks, den ich am Anfang schon erwähnt habe und ich mag den. Der ist in Singles League nicht mal so schlecht, ich habe ihn in meiner Random Liga gehabt. Bei einer besten Killer. Und der war lustig, der war echt lustig. Also, der ist halt einfach Gottraum in klein, wie man sich auch denken würde bei einer Vorentwicklung. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind fertig nach 20 Minuten mit dem gegnerischen Team. Und dann würde ich sagen, ich schaue mal, was ich dazu gebaut habe. Hier haben wir die typische Übersicht, rechts sehen wir die Teams und wir fangen an, mal wieder von Tier 1 bis Tier 5 nach unten. Mit Dragoran.
Ich kann es direkt mal sagen, wir sind diese Woche etwas anders unterwegs als letzte Woche. Letzte Woche war etwas Standard, diese Woche wird komplett auf die Kacke gehauen. Geil. So, wir haben hier einen Dragoran mit einem pfiffigen Wesen, der Fähigkeit Multischuppe, dem Klammerband. Falls die SNL-Zuschauer werden wissen, was dieses Item macht. 88 KP, 252 Def, 4 Spätzdef und dem Rest in... Oh, der Rest ist ja eher in KP, weil ich nicht mal den Messer durchgehen, warum das Investment denn genau so ist. So, also, gehen wir erstmal durch. Dragoran hat kaum offensiven Purpose, dadurch, dass Urangar und Arcani existieren. Ready Steel ist auch so ein leichter Cockblock dafür. Heiß war, es war die Idee, holen wir doch mal einen speziellen Boy. Und, holen wir mal einen etwas anderen Boy. Mit Klammerband hatten wir schon in der SML, wie gesagt, dabei auf Sneeble. Und das Klammerband erhöht den Effekt von dem quasi Einwrappen von Wickelfähigkeiten. Also, mal durchgehen, das sind Blitzgefängnis, Fangeisen, Feuerwirbel, Plage, Lavasturm, Klammergriff, Sandgrab, Schnapper, Wirbel und eben Wickel. Diese Moves erhöht der auf ein Sechstel pro Runde. Heißt, wenn wir jetzt mit dem Wickel, wenn wir jetzt den Wickel normalerweise anschauen, Wickel macht normalerweise ein Achtel pro Runde. Und davor waren es, bis zur 5. Gen waren es nur ein Sechstel, danach wurde es ein Achtel und seitdem eben, jetzt eben mit dem Klammerband ist ein Sechstel. Heißt, nach 6 Runden, zwar mit Toxin, vielleicht sogar nur 5 Runden, ist der Gegner eigentlich quasi tot. Haben wir einen Ruheort plus Multischuppe, heißt, wir können uns die ganze Zeit hochheilen. Und das Klammerband hat massivst Bulk. Also, ich kann jetzt mal einen Kalk machen, den wir nach dem Kampf hatten. So nebenbei. Wahlband Caputoro. Macht. Wenn der keine Steinkante hat. Wenn die nicht hat. Also, jeder andere Move. Macht Caputoro mit Wahlband maximal 15% Schaden auf ein volles Dragoran mit Multischuppe. 15%. Also vieles Dragoran-Set, was ich hier habe. Also, der tankt schon richtig rein. Der Speed ist für nicht investierte 100er Base, also wenn Ritchie Gears doch irgendwie durchkommt, dass man dann vielleicht ein bisschen runterringen muss oder so. Oder eben dann auch für Sachen wie Arcani oder Selfers wahrscheinlich sind als die. Wickeltoxin eben, Ruhe auf zum wieder hoch an den Rücken, wenn dann eben noch als Support-Move nebendran, falls man hier mal irgendeinem Mon ein bisschen Speedboost mitgeben will. Zu dem Mon, was wir mal einen Speedboost mitgeben will, kommen wir dann später. Denn jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Mal und der ist wieder dabei nach letzter Woche. Dem letzte Woche, glaube ich, nicht mal rausgekommen ist aus dem Pokéball. Oder vielleicht so eine Runde oder so. Kobalion. Und der ist hier als Ulangar-Counter dabei. Weil Ulangar eben... Ich mag den nicht. Ich mag es nicht, ihn zu preppen und ich will einfach, dass der weggeht. Deswegen haben wir eben Kobalion dabei. Der ist... Lit. Ah, übrigens bei Dragoran eben dann der Rest in Death und also dann Full Fist Death und den Rest dann auf KP und Spätzle aufgeteilt, damit wir einen ungeraten KP-Wert haben. Ja, Kobalion hat dann eben die 92 Speed, der, also 192 Speed, das ist um voll investierte 100er. Und da wir selbst kein 100er im Team haben, also das schnellste Mann bei uns ist, also das schnellste Mann nach Kobalion, ist bei uns Flampivian. Heißt, wenn Flamilus dabei ist, sind wir trotzdem schneller als der und sind eben schneller als ein voll investiertes Regigigas. Das war der Sinn hinter dem Investment. Und der Rest ist eigentlich relativ Standard, beim Nahkampf Eisenschädel, Wolfwechsel und Tarnsteine. Das hätte einfach den Zweck, dass wir hier Sachen wie Ulangar oder Registeel gut anhitten können. Das Investment in 168 in Attack ist genau dafür, dass wir im Nahkampf ein Registeel two-shotten können. Und Eisenschädel dann eben dafür, dass wir Ulangar hitten können. Wir treffen mit dem Set eigentlich alles außer Voltulos normal effektiv.
Ein 1 steht natürlich auch für Kabutoro dabei und am Ende noch die Rocks, damit wir auch die Rocks dabei haben. Weil Rocks immer gut sind. Weil Rocks. So, jetzt kommen wir zu einem der etwas funnieren Sets heute. Relaxo. Und ja, wir haben ein Bauchtrommel-Relaxo dabei und ich bin unfassbar hyped drauf. Das Set ist dafür, dass wir, also mal kurz dazu. Zum Investment, wir haben 164 in Speed. Wir haben 252 in Dev, 92 in Attack und 4 in Spitzdev. Dieses Investment rührt daher, dass wir mit 164 Speed schneller sind als ein nicht entwickeltes Regi-Steel. Eins der Mons, auf die wir uns setupen können, theoretisch. 252 Dev ist eben, weil die Mons, auf die wir uns setupen können, mainly physisch sind. Oder sonst kann ich damit machen, dass unsere Setup-Fodder hier sind. Defensives Turtok, defensives Regi-Steel, Selfe und Regigigas. Und fehlen uns auch Chimpsix. Sind mainly physisch, heißt, da können wir uns mit einer mit einem sehr physischen defensiven Investment gut setupen. Der Attack war eben der Rest, den wir noch hatten. Immunität ist dafür, dass wir nicht von einem von diesen Mons getoxiziert werden, weil Selfie ist natürlich schneller als wir, das ist klar. Es bringt auch, selbst wenn wir mit einer Gaubeberry hier eben spielen, bringt es auch nichts, irgendwie auf Füllerei zu gehen. Weil wir eben mit Bauchtrommel plus Delegator eher auf die 25% runtergehen. Der KP-Wert ist auch genauso, dass wir nach, also der KP-Wert, wenn wir nichts investiert haben, ist, soweit ich weiß, auch genauso, dass wir hier genau auf die, auf ein Viertel runtergehen. Heißt, dann aktiviert sich eben auch die Beere. Und da haben wir eben Body Slam und Feuerschlag, mit dem wir das komplette gegnerische Team abdecken können. Das komplette. Was ist dann ziemlich cooles, würde ich mal sagen. Weil er tatsächlich keinen Rock-Type hat. Sein bester Fast-Switch ist eben Turtok und den treffen wir mit Body Slam. Und das ist eben die Sache, die ich vorhin auch bei Arcani meinte. Der kann zwar mal einen Tag droppen in dem Moment, aber ich habe dann halt trotzdem noch plus 5. Bei dem Relax, was 110 Attack-Base hat. Der drückt richtig. Ja. Relaxo haben wir dann auch geklärt, dann kommen wir zu Smogmog in der Galar-Form. Relativ ähnlich seit wie letzte Woche, wir haben nur diesmal statt dem Strange Steam den Flammenwurf dabei, damit wir auch Registry hitten können. Das ist sowieso die einzige Änderung, wir haben wieder Irrlicht und Auflockern dahinter dabei. Schwebe als Fähigkeit, weil wir dann auch nicht von irgendwelchen Bohnenattacken von zum Beispiel Turtok oder Arcani getroffen werden, oder von Registry mit einem EQ, kein Plan. Auch wenn der wahrscheinlich eher Iron Head drücken würde, aber auf jeden Fall, die anderen Fähigkeiten brauchen wir in dem Fall nicht. Weil, wie hier gegen Ulangar sind eh nicht schneller, wenn der keinen Prankster hat. Und Toro kommt nicht auf uns rein. Also wir brauchen ja eigentlich kein Neutralizing Gas. Misty Terrain wäre auch nur kontraproduktiv für uns, weil wir hier mit Dragoran und eben unserem Smogmog. Samons haben die eigentlich Settesen wollen und Misty Terrain verhindert ja Settesing. Und ich will auch damit jetzt nicht unbedingt sehr Ulangar offensiv boosten, was ich auch etwas uncool fände. Ja, wir spielen natürlich den Giftschirm als Item, sondern hören wir physisch defensiv. Der ist mainly dafür da, dass wir Kaputoro und Ulangar physisch komplett rausnehmen. Also, was anderes macht er eigentlich fast nicht. Der steht einfach da und stallt. Der ist einfach die physische Wand, die wir irgendwie mal dabei haben müssen, so gefühlt. Weil es halt sehr viele physisch offensiv starke Mons gibt. So, next one ist dann ein Neuzugang quasi. Oder halt ein Mon, was wir noch nicht dabei hatten. Nochmal, unser Flampivian. Flampivian, der hier mit Weibern rumläuft. Ich habe gerade eben schon gesagt, er hat bis auf Turtok und Arcani keinen Feuerswitchen. Was einen Flampivian mit 140 Attack Base, meine ich, sehr gut gefällt. Und dann eben noch ein Wahlbandruf. Hier in diesem Match wird jedes Mon ohne Ausnahme von diesem Set getushottet im 1v1.
Jedes. Akani lebt kein Erdbeben, nicht mal nach einem Meteor. Turtok kann. Also nicht mal safe, dass es überlebt. Zwei EQs tanken, der kommt mit Full Fist of Fist, also wirklich komplett. Selfe tankt keinen Flammenblitz. Also zumindest der tankt keine zwei. Also wenn der nicht mega defensiv ist, tankt er nicht mal ein. Regigigas hängt natürlich auch keine zwei Flammenblitze dann. Und über den Rest will ich reden, weil der Rest meistens eher offensiv ist oder keine so gute Fist of hat. Oder eine Weakness hat gegen Flampivian. Nutzung am Ende ist eigentlich nur so Filler-Move-mäßig, dass wir nicht mit drei Moves rumlaufen, aber eigentlich Flammenblitz, Erdbeben und Kaltwände ausreichen würden. Ich kann natürlich auch Trick spielen, aber ich sehe eigentlich irgendwie nicht, dass ich tricken will, weil die Mons, die ich tricken will, die dahin eh gegen das Set hier. Und ja, da sehe ich einen Trick nicht unbedingt. Das ist vielleicht mal was, wenn ich irgendwie einen Toxapex oder sowas spielen muss. Wobei ich die KI auch weg hier und. Hat irgendwer einen Garados? Das kann man gut tricken. Außer das ist dann schon geboostet oder so, kein Plan. Und bei deinem Text, wir haben unser letztes Mon mit Lantern, der ist auch wieder dabei. Und diesmal sehe ich was offensiver investiert. 92 Speed, 252 Spezdev und 56 Spitztech. Wieder etwas kreativerer Split als beim letzten Mons. Wir haben hier Siedewasser, Wollwechsel, Eisschau und Vitalglocke plus Fähigkeit, Voltabsorber natürlich, stilles Wesen, Überreste. Lantern soll hier erstmal Voltulus in der Tiergeistform etwas rausnehmen, spezielle Arcanis rausnehmen, Turtok etwas upweaken, auch wenn der etwas schwer wird, komplett rauszunehmen, wenn der ein Shell-Smash-Set ist. Aber das kann man schon irgendwie umgehen. Ja. Der Spezialtag Invest ist extra für ein Voltulus in der Tiergeistform, dass wir das ohne jegliches defensives Investment mit Eisschau safe two-shotten können. Ich glaube, ich bin so ein bisschen drüber gegangen, aber den normalen, falls er doch ein bisschen drin hat, irgendwie ein paar KP oder sowas. Aber wenn er keine KP drin hat, dann shoppen wir ihn safe. Siedewasser tut schon natürlich auch ein Arcani. Mit Voltwechsel haben wir auch ein bisschen Rumswitcherei. Das einzige Mal, was eben, dadurch, dass er keinen Ground-Type hat, in den Voltwechsel da reinkommt, ist ein Voltulus und den können wir dann mit zwei Ice Beams nehmen. Vitalglocke nochmal, falls irgendein Mon hier gestattet wird. Ich will kein gestattetes Dragoran, ich will kein gestattetes Flapivian haben. Und ja, dann würde ich sagen, das war's zusammen mit dem Teambuilding. Nach einer Dreiviertelstunde. Oh, wait, ich habe dreiviertel die Präsentation vorbereitet und jetzt das Ding aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Kampf dann morgen. Kommt um 14 Uhr, soweit ich weiß. Und dann bis morgen und ciao.